Auf dem Gelände des alten Polizeireviers in Gadebusch wird eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen gebaut. Darüber informierte am 14. März der Landkreis Nordwestmecklenburg im Gymnasium Gadebusch auf einer Bürgerversammlung. 150 Einwohnerinnen und Einwohner kamen. Notwendig wird der Bau, da nach Aussagen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge auch im Jahr 2024 ähnlich hohe Zahlen von Asylanträgen wie im letzten Jahr erwartet werden, was die Unterbringungssituation in den Kommunen weiter deutlich verschärfen wird. Die zweistöckige Containeranlage soll bis zum Jahresende fertig gebaut und nutzbar sein. Sie bietet Platz für 150 Menschen. Die Unterkunft wird von einer Sicherheitsfirma überwacht. Es gibt Ein- und Auslasskontrollen. Das DRK Nordwestmecklenburg steht tagsüber als Ansprechpartner für die Menschen bereit. Es werden Sprach- und Integrationskurse angeboten. Sobald das Gebäude der alten Polizei umgebaut ist, dient es als dauerhafte Asylunterkunft. Mehrere Redner sorgen sich um ihre Sicherheit, wenn in der 5000 Einwohner zählenden Kleinstadt zahlreiche Geflüchtete untergebracht werden. Der Landkreis sicherte zu, die Sorgen ernst zu nehmen, für Sicherheit zu sorgen und Schritte für eine erfolgreiche Integration einzuleiten.